So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Heute mit einem neuen Gamescom-Video, denn ich habe mir Escape from Tarkov auch angeschaut. Und die haben jetzt die Beta gestartet. Und es gibt jetzt zu Beginn immer die Möglichkeit, bei einem Dealer Quests anzunehmen, um bestimmte Sachen zu erreichen, die allerdings, muss man schon sagen, echt schwierig sind, teilweise auch zu finden. Aber man kann sie annehmen und erfährt dadurch auch so ein bisschen die Hintergrundgeschichte des Ganzen. Man kann jetzt auch zum Beispiel aus der Deckung blind feuern, was ich sehr, sehr gut finde. Es gibt die Möglichkeit jetzt auch untereinander, wenn man Leute in der Welt sieht, Handzeichen zu geben, so ein bisschen wie in Battlefield zu kommunizieren, noch zusätzlich mit Befehlen. Und es gibt auch eine Art Basis, Hideout nennt sich das, und da kann man zum Beispiel auch mit unendlich Munition rumlaufen, alles, was man gesammelt hat, aufrüsten und sich anschauen und zusammenbauen. Und ja, zudem gibt es jetzt auch eine Trefferanzeige, die wirklich sehr, sehr genau ist. Und ja, die KI ist jetzt, muss man, KI ist nicht mehr so heftig natürlich seit der Beta, sondern die ist ein bisschen leichter geworden, ein bisschen angenehmer zum Handeln, dass sie halt nicht so easy zu oder so schwer zu bewältigen ist. Allerdings ist das Problem jetzt natürlich, dass sie dass sie total leicht und fast zu schwach ist. Zudem ist noch das Problem, dass das Integrationsmenü, wenn man zum Beispiel in eine Tür rein will, da hat man noch so einzelne Unterpunkte, und das ist vielleicht so ein bisschen problematisch, dass diese Unterpunkte, das ist noch zu kleinteilig. Damit wäre es besser, wenn es ein bisschen simpler aufgebaut wäre. Aber ja, das war's soweit mit Escape from Tarkov. Sieht auch interessant aus, die sind sehr ambitioniert. Allerdings gibt es natürlich auch so ein bisschen Kritik von allen Seiten. Dementsprechend, weil die halt jetzt einfach eine Beta rausgehauen haben. Sie sind nicht wirklich im Zeitplan, was so echt schade ist. Aber ja, das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da und schaut auch auf dem Kanal vorbei. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!